Wie sehen die Düsseldorfer Unternehmen das nächste Jahr? Das fragt die Unternehmerschaft seit 19 Jahren jedes Jahr ihre Mitgliedsunternehmen in den letzten Wochen eines Jahres. Der Düsseldorfer Konjunkturmonitor findet in Wirtschaftskreisen eine große Beachtung, weil er in die Zukunft weist und eine hohe Treffsicherheit erzielt aufgrund der guten Teilnehmerquoten. 42% aller Betriebe beantworteten Ende 2021 die Fragebögen der Unternehmerschaft und die Ergebnisse sind überraschend. Die Corona-Pandemie und ihre Folgen bremsen die Konjunktur im ersten Halbjahr 2022 vorerst teilweise ab. Die von der Unternehmerschaft Düsseldorf befragten Unternehmen sind für 2022 vorsichtig optimistisch. Es überwiegt eine große Unsicherheit, dennoch gibt es auch einige Hoffnungsschimmer. Der Düsseldorfer Konjunkturmonitor gibt die Stimmungslage der Düsseldorfer Unternehmen, der Düsseldorfer Wirtschaft wieder zum Jahreswechsel. Er schaut einmal in das vergangene Jahr, eine Bestandssituation und dann die Prognosen für das kommende Jahr und die Erwartungen und Hoffnungen für das Geschäftsjahr 2022. Das Jahr 2021 war eigentlich davon geprägt, dass man die Hoffnung hatte, dass das Schlimmste mit der Pandemie vorbei war. Es war aber leider nicht so. Trotzdem war das Jahr 2021 dann noch positiv aus Sicht der Unternehmen, trotz aller Einschränkungen. Und am Ende des Jahres waren die Unternehmen eigentlich insgesamt optimistisch und die Erwartungen für 2022 waren auch positiv. Lasst uns Unternehmen einfach arbeiten. Die Wirtschaft funktioniert am besten, wenn die Unternehmen sie mitgestalten können. Und wir haben gute Tarifpartner, die für den sozialen Frieden sorgen, dass die Mitarbeiter ordentliche Löhne für ordentliche Arbeit bekommen. Und das ist in den Unternehmen gut geregelt. Lasst sie einfach bitte arbeiten und am Markt tätig sein, dann ist das hier von Erfolg gekrönt. Wir müssen wieder für Berufe werben, die nicht ein Studium voraussetzen. Diese Berufe wieder für die jungen Menschen spannend zu machen und darauf aufmerksam zu machen, das halte ich für ganz wichtig. Wir müssen das Thema Energie gut lösen, wir müssen es klug lösen und wir müssen die Sicherheit für die energieintensive Industrie, die gerade hier im Raum da ist, gewähren. Und dazu müssen wir noch sehr viel Stellschrauben stellen, auch ideologische. 2022 erhoffe ich mir, dass wir so nach dem ersten Drittel die schweren Folgen der Pandemie hinter uns lassen können. Denn das darf nicht länger auf der Strecke bleiben. Ich halte das soziale Miteinander für genauso wichtig. Ich hoffe einfach, dass wir die Pandemie noch besser in den Griff bekommen, dass die Lieferkettenprobleme aufhören und dass dann unsere Unternehmen das machen können, was sie eigentlich machen wollen, arbeiten, Aufträge abarbeiten und dass dann auch das sich positiv in den Büchern der Unternehmer niederschlägt.